So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es heiße Ware, wie man das hier lesen kann. Ja, super. Und nach dem Intro wird geunboxed, Leute. Und zwar, ja, richtig. Ja, und zwar die erste, ich sag jetzt mal, Online-Bestellung für dieses Jahr habe ich hier in dieser Tüte und vielleicht errät es der ein oder andere. Und zwar ist das meine Bestellung, meine Abholbestellung von Feuerwerkland, von Jonas, wenn du das hier siehst. Jonas, ne? Hi. Ja, ich und der Lennart waren heute am 29. in Grünhainichen beim Lagerverkauf von Feuerwerkland und da habe ich gleich die Chance genutzt, klein eingekauft für 7 Euro nur, so, ich hatte nicht mehr viel Geld. Und habe halt meine Bestellung abgeholt. Und das werden wir uns jetzt angucken. Ich hole hier mal raus. Also, anfangen tun wir mit den Octoplus-Heulern von Funke. Ich muss echt sagen, ich bin echt kein Funke-Fan. Sorry, falls ich das einige Leute enttäusche, aber ich wollte es mir mal angucken, wie die aussehen. So sehen die hier aus. 30 Gramm NEM auf 3 Heuler verteilt. Also, guckt euch die mal an, die sind schon echt fett. Im Grunde sind das die 8 Stepper von Sena Fuhrwerk. Also haben einen 5-Ton, der 8 Stufen hat, mit einem Crackling-Finale. Die wollte ich mir mal ein bisschen angucken, deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, weiter geht's! Ja, und zwar mit den Fröschen von Funke. Auch die wollte ich mir mal angucken. Das ist nicht so was Großes wie die ganzen Batteriesortimente und Raketensortimente um Batteriesortimente. Raketensortimente und Batterien, so rum. Die mir alle viel zu teuer sind, deswegen wollte ich mir mal nur so ein bisschen Kleinkram angucken. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht viele Leute getriggert, die Funke mögen. Sorry, tut mir leid. Aber auch hier, die machen schon echt was her vom Design. Ich als Drucker muss echt sagen, dieser Druck ist nicht gut. Lol. Ach, egal. So, hier haben wir einen Frosch, ne? Graue Lunte, wie man das von Funke kennen sollte. Ah, und den letzten Artikel, den ich im Feuerwerkland gekauft habe, ist die neue Charge der Funke D-Böller. So sieht das von hinten aus. Ich finde, das ist echt ganz schön. Und hier wird auch nicht gegeizt. Den machen wir gleich mal auf. Zack, 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 wie man das richtig macht. So sieht also die diesjährige Charge der Funke-Böller aus. Immer noch sehr solide, immer noch richtig fett gewandelt. Immer noch vorne mit der grauen Lunte. Nur hier ein bisschen anders zugemacht. Alles in allem richtig geil. Gefällt mir. Sollen auch genauso gut sein eigentlich wie die letzte Charge. Von daher, man darf gespannt bleiben. So, weiter geht's jetzt mit meinem richtigen Unboxing. Mit meiner Online-Bestellung für ca. 150 Euro. Ich guck mal, ob ich das kurz zeigen kann, ohne dass man meinen Namen sieht. Da, 97 Euro waren das. Es waren 150. Aber ich habe natürlich meinen Gutscheincode eingelöst. Oder 120 waren es? Irgendwie so, keine Ahnung. Egal. Also, zugeschlagen wurde auf jeden Fall schon mal bei Premium Knallware und zwar den roten Corsa von Fire Event. Hat sich echt zu einer meiner Lieblingsknallkörper entwickelt in den letzten Jahren. Echt ein super, super Böller. 50 in einer Packung oder 20? Bin mir gar nicht sicher. Lennart, weißt du es? 20. 20. Die gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Genau. So, das Messer wurde jetzt geholt. Machen wir mal auf. Hier und hier ist es nicht. Sehr gut. Also immer noch, wie man das kennt, steinhart. Steinhart, geile Böller, roter Corsa. Es hat sich ja echt einen Begriff in der Szene gemacht mit 1,5 Gramm NEM pro Stück. Einfach nur top. Richtig geil. Das dreimal. Ich wusste gar nicht, das dreimal. Ich dachte, das war nur zweimal. Hab ich mir wieder überschätzt. Egal. Weiter geht's. Komplette Übertreibung mit den liebgewonnenen Flashbang. Auch hier muss ich natürlich nutzen, dass ich Abholbesteller bin. 5 Packungen von den Nico Flashbang. Ist die neue Variante. Nico Europe. Aber Leute, ich sag euch eins. Also alle, die was gegen diese Charge sagen, kann ich nicht verstehen. Weil die sind immer noch top. Und das Titan macht fürs Auge echt was her. Ich finde die echt nicht schlecht. Und die können es immer noch so wie früher. Klar, Thunder King ist jetzt auch da und Thunder Kings sind auch super gut, aber ja, ziehen wir mal das hier raus. Die habe ich jetzt auch zum ersten Mal so richtig, also ich hatte die noch nie
Und zwar die Headbanger-Knallraketen von Leslie. Der Jonas meinte vor uns noch, dass die jetzt irgendwie nicht mehr im Sortiment sind oder rausgenommen werden. Von Leslie aus irgendwie, die werden nicht mehr produziert, glaube ich, hat er gesagt. Deswegen habe ich die auch hier nochmal zweimal. Und da sie 1.3G sind, auch wieder für mich als Abholer. Genau, perfekt. Weiter geht's mit einem schönen Schmankerl. Und zwar der Flashbang Battery von Nico Feuerwerk. Hatte ich auch noch nie persönlich. NEM ist ca. 90 Gramm. Einfach nur eine schöne Salut-Batterie ohne T-Salut, meine ich. Ich glaube, die hatte kein T-Salut. Nee, ich glaube, das war einfach nur purer Knall. Ja, ich bin gespannt. Was aber T-Salut hat, meine Freunde, ist natürlich hier die Vogelschreck-Batterie von Blackbox. Die wurde sich auch ganze viermal geordert. Da sieht man es. Oh, ich habe gerade noch Artikel gesehen, wo ich schon wieder vergessen habe, dass ich sie bestellt habe. So, ich habe sie gerade hinter der Kamera, aber ich hole jetzt noch die vierte raus. Das wurde auch ganz schön gut verpackt, also Props dafür. Die kleine, süße Flashbang-Batterie von Blackbox. Also das ist krank, das ist echt krank, was aus diesem Ding rauskommt. Das ist echt, da ziehe ich echt meinen Hut vor, wie das Blackbox schafft. Richtig geile T-Salut-Schläge, die macht richtig Laune. Alles in F2 und mit einer NEM von gerade mal 42 Gramm. Das ist echt, echt gefühlt nix. So, so langsam ist die Bestellung auch zu Ende. Und hier wusste ich jetzt gar nicht, dass ich das bestellt habe. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann stimmt das schon. Nö. Und zwar noch zwei Packungen der Big Flashing Thunder 2. Sorry, ich drehe euch mal ein bisschen. So, ich habe die ja schon mal gehabt. Ich habe da auch schon ein Testvideo online. Das kommt jetzt mal hier reingeflogen. Da könnt ihr draufklicken. Für mich echt geile Bombenrohre von Weco. Mit einem schön farbigen Bouquet. Alles hier in Rot, Blau, Grün, Violett und Gold. Die machen richtig Spaß. Kosten allerdings auch ein bisschen was. Ich glaube 6 Euro oder 7 Euro pro Packung zahlt man hier. Bisschen happig, aber überzeugt euch selber, zumal die Zerleger echt gut sind und in der Farbkombo einfach nur wunderschön. Und ja, Leute, ich gucke noch mal kurz in den Beutel. Der Beutel ist leer. Das war's mit meiner Online-Bestellung für dieses Jahr bei Feuerwerkland. Ne? Könnt ihr nachgucken. Hier oben habe ich auch noch mal den Kanal verlinkt. Und alle anderen Infos natürlich in der Videobeschreibung zu dem Shop. Dann danke ich fürs Zugucken. Und wir sehen uns hoffentlich bei einer nächsten Bestellung oder was auch immer jetzt noch so kommen wird auf dem Kanal. Ich sag mal, haut rein, Leute, bleibt dran und tschüss.